Herzlich willkommen zu diesem Wochenende hier bei uns in unserer Vereingemeinschaft St. Christophorus in Mainbogen. All diese Orte, die hier dazugehören und alle, die reinschauen in unser Video. Im Augenblick seht ihr mich so hier mitten in der Flur von Goxheim. Hinter mir könnt ihr genau Goxheim beobachten. Mitten im Zentrum natürlich die alte evangelische St. Michaelskirche. Und dann so manches etwas weiter nach Osten zu, nämlich diese neuen Siedlungen. Jetzt am Sonntag bei vielen Familien, da gibt es das wichtige Thema Muttertag. Ganz einfach, weil die Kinder sich freuen, weil sie einfach glücklich sind, da gibt es jemanden, der in jedem Augenblick für mich da ist. Da gibt es einen, der ein Auge für mich hat, nämlich in guten und in schlechten Tagen. Da gibt es einen, der ganz einfach für mich Sorge trägt. Ich stehe so hier mitten in der Flur und überall wächst, überall gedeiht es auf unserer Erde. Und wir hoffen natürlich, dass die Vorsorge der Mutter Erde, all die Früchte, all das Wetter, wie im Augenblick der strahlende Sonnenschein, uns zugute kommt. Wir leben immer davon, dass ein anderer für uns Sorge trägt, dass ein anderer bei uns mitsorgt. Und dafür sind wir ganz einfach dankbar. Mitten in unserer Flur hier in Goxheim, da hat eine Familie ein Bildstock errichtet. Sie haben zurückgegriffen auf den uralten Brauch, nämlich: Wenn ich eine Dankbarkeit, wenn ich eine Hilfe erfahren habe, dann bin ich von Herzen froh. Die Familie griff zurück auf diesen Brauch, wir stellen einen Bildstock auf. Weil sie einfach die Fürsorge ihrer Eltern, die Fürsorge ihrer Familie wahnsinnig wertschätzen. Und dafür diesen Bildstock. Ein uralter Brauch, wie er bei uns hier in Europa in unwahrscheinlich vielen Ländern selbstverständlich war und wie er so langsam wieder kommt. Und diese Familie hat sich ein Bild, eine solche Arbeit in den Bildstock hineingegeben. Die Jünger in wahnsinniger Angst. Die Jünger so ganz ohne Vertrauen. Und dann tritt dieser Jesus auf. Und er sorgt dafür, dass die Jünger dem Leben vertrauen können. Er sorgt dafür, dass die Stürme des Alltags wieder ruhig werden. Und das schönste Geschenk, das dieses Bild erzählt, wir brauchen Menschen, die uns helfen, vertrauen zu können. Die uns helfen, heraus aus der Angst zu kommen. Und genau das erzählt der ganze Bildstock. Nämlich, da hat eine Familie erlebt und erfahren, dank des Vertrauens, das unsere Eltern geschenkt haben, sind wir mutig geworden für unser Leben. Wenn also unwahrscheinlich Familien morgen den Muttertag feiern, wenn sie einfach so mit aller Freude zusammen sind, dann taucht dort die Frage auf, nämlich, wer schenkt mir Vertrauen zum Leben? Wer hat mir Mut gemacht, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann? Wer hat mir Mut gemacht, dass ich keine Angst vor dem Leben habe, dass ich dem Leben rundherum trauen kann? Das, was ich uns allen wünsche, euch in den Familien, morgen ein frohes Fest. Und das, was ich uns wünsche, das zweite gleich mit dazu, dass wir immer Menschen haben, die uns Vertrauen helfen, herausholen, alle aus der Angst. Was gibt es Schöneres, von der Angst freizukommen und mutig in das Leben zu gehen? Euch allen einen frohen und schönen Sonntag.